Die Zeit am Meer ist vorbeigegangen wie im Flug. Und plötzlich ist der letzte Ferientag gekommen. Der Papa Moll hat sein Fotoapparat vorgenommen und gesagt: So, jetzt machen wir zur Erinnerung noch ein Familienfoto am Meer. Kommt, kommt! Alle sind an den Strand gegangen. Der Papa Moll hat Schuhe abgezogen, seine Hosenstöße hochgewägelt und dann ist er mit dem Fotoapparat in der Hand vorsichtig ins Wasser rausgewattet. Plötzlich hat es Evi gerührt. Pass auf, Papi, eine Welle! Und der Papi ist schnell auf den Sand zurückgerannt. Es geht nicht so, hat er gesagt. Das ist mir viel zu riskiert. Wenn der Fotoapparat nass wird, ist er kaputt. Dann gehen wir ins Wasser und du fotografierst vom Strand aus. Nein, das geht eben nicht. Wegen der Sonne. Aber ich habe eine Idee. Wir gehen auf die breite Mauer vom Fischerhafen. Da haben wir links das Meer und rechts im Hintergrund die Fischerkerne. Genau das hat die Familie Moll gemacht. Die Mami, Evi und der Fritz sind angestanden. Und der Papa Moll hat durch den Fotoapparat geschaut. Ihr müsst ein bisschen zusammenrücken, sonst springe ich nicht alle drauf. Ja, so ist gut. Jetzt Achtung! Nein, Fritz! Du musst in die Kamera schauen, nicht neben raus. Es ist eben gerade ein Motorboot vorbei. So, schaut jetzt alle da hin. Achtung! Eins, zwei. Mami, bist so gut, nicht an der Nase kratzen. Ja, es hat mich etwas gebissen. Ein Bremen oder ein Mucken oder so etwas Ähnliches. Gut, dann reisset euch jetzt einen Moment zusammen. Jetzt gilt's. Eins, zwei. Nein, Eveli, du darfst dich doch nicht bocken, wenn ich abdrücken will. Der Schuhbändel ist eben offen. Ach, das ist doch gleich. Nein, das ist nicht gleich. Das sieht man nachher auf der Foto. Papi, pressiere ein bisschen mit dieser Knipserei. Ich will auf dieser Hafenmauer nicht anwachsen. Ja, ja, ja. Es liegt nur an euch. Also, schaut alle da hin und macht ein freundliches Gesicht. Auch du, Mami. Lächeln, lächeln. Ja, so. Und jetzt, Achtung. Eins, zwei. Halt, Papi! Was ist denn jetzt schon wieder los? Die Chips muss auch drauf. Nein! Moll, schliesslich hat er deine Uhr gefunden. Also, meinetwegen, dann ruf ihn halt. Chips, komm da hin! Verrückt, wie der Hund dem Fritz folgt.